Wir haben 2011 gegründet, und zwar die Firma Vietnam. Das waren ich, Thomas Blank, Sebastian Resel und damals noch Christoph Reiser. Wir haben im App-Sektor mit Spielen angefangen, mit Eigenproduktionen. Allein die Freiheit zu entscheiden, was man macht und wann man es macht, war für uns, glaube ich, die größte Motivation, das zu tun. Wir sind aber eben das, mit dem wir angefangen haben, schon vor der Gründung haben wir daran gearbeitet und haben es dann 2011 veröffentlicht. Haben mittlerweile über 1 Million Downloads mit dem Spiel und auch einen Preis gewonnen. Wir haben hauptsächlich alles selbst gemacht. Wir haben einen Steuerberater gehabt von Anfang an, der uns beim Gründungsprozess unterstützt hat. Finanzielle Hilfe haben wir keine gehabt. Das Finanzielle war sicher das Ausschlaggebende da. Auf der einen Seite haben wir weder Eigenkapital gebraucht, noch haben wir eben viel Geld für Steuerberatung oder Ähnliches ausgeben müssen, und auf der anderen Seite waren die Risiken überschaubar. Wir würden sicher irgendwas ändern, rein taktisch. Haben wir einige Fehler gemacht am Anfang, vor allem am App-Sektor. Wir haben uns zum Beispiel nicht nur auf die eine App konzentriert, die erfolgreich war, den Quizzer, sondern haben dann versucht, davon Ableger zu machen und noch weitere Spiele und auch immer mehr rauszubringen. Vom Gründungsprozess her war alles recht reibungslos, würde ich sagen.